Leute, wir sind zurück. Pokémon Karmesin, in die türkisgrüne Maske. Im letzten Part haben wir keine Ahnung was gemacht. Genau, diese VIPs besiegt, diese Lappen, die sind jetzt zu irgendeinem Wasserfall in Paldea gegangen. Ja, wir wollen aber hier weitermachen. Story-Quests und Trainer besiegen, wenn wir neue Trainer finden. Ist die Frage, was bin ich dann? Oh. Natürlich in ein Weberak. Wer hätte das nur erwartet? Brauchen wir gerade nicht. Sehr gut. Weberak ist nutzlos für uns. Wir sollen weiter mit der Quest machen. Machen wir auch jetzt sofort. So, dann gehen wir weiter hier lang. Wir müssen wieder zum Haus. Ich bin am Zielort angekommen. Dankeschön. Nice. Na endlich. Hast du ja ganz schön Zeit gelassen, Trainer. Wenn Jo erstmal wach ist, können wir nicht ungestört reden. Ich habe versucht, Ogapons Maske zu reparieren, aber dafür fehlt mir noch ein Material. Ja, und zwar ein ganz bestimmtes. Ein Kristallfragment aus den Tiefen des Kristallsees. Klar, wir könnten die Maske auch in ihrem jetzigen Zustand zurückbringen. Aber Ogapon freut sich bestimmt mehr, wenn wir sie vorher vernünftig reparieren. Total nett von dir. Jetzt, wo ich seine wahre Geschichte kenne, möchte ich Ogapon einfach mal was Gutes tun. Damit es glücklich wird. Es würde sich sicher freuen, das zu hören. Ja, oder? Morgen, Opi. Ah, guten Morgen, Jo. Und tschüss. Jo, du hast hier gerade echt nichts verloren, also fährt's. Ja, ja, bla bla, reg dich am frühen Morgen nicht schon so auf. Wie war das? Ich hab eh was anderes vor. Was ist denn mit dem los? Seit gestern benimmt er sich total komisch. Der Junge hat sich den ganzen Abend in seinem Zimmer verschanzt. Nicht mal zum Essen kam er. Naja, er kommt wohl langsam in die Pubertät. Mir soll's recht sein, so klebt er wenigstens nicht die ganze Zeit an dir, Trainer. Gut für uns. Wir müssen nämlich zur Spitze des Oniyama, wo der Kristallsee liegt. Eigentlich geht es mir gegen den Strich, Fremde auf den Berg zu lassen, aber bei dir können wir eine Ausnahme machen. Also dann, auf zur Bergspitze. Schnappen wir uns eines dieser Kristallfragmente. Ist das dein Ernst? Ich mag Jo aber viel lieber. Warum kann ich die Geschichte nicht mit Jo erleben? Hanna ist halt einfach fucking nervig. Jetzt dürfen wir den ganzen Berg da hoch. Okay, au. Moment mal, hier ist was. Felsgrab. Nice, hatten wir schon. Doppelt. Passt. Pichu. Ich wollte in Pichu eigentlich nicht reinlaufen. Weil wir haben Pichu ja schon. Sehr schön. Ein süßer Apfel. Na, oh, ich dachte schon. Oh, hier ist eine Höhle. Oh, der Trainer könnte stark sein. Wir könnten vielleicht sogar verlieren. Gucken wir mal. Oh ja, von den Trainern habe ich gehört, die sind stark. Wir sind die Maskonis. Ich bin Raikiri von den Maskonis. Mach dich bereit, denn ich werde tosenden Donner auf dich niederfahren lassen. Oh. Raikiri von den Maskonis fordert uns heraus. Die sollen sehr stark sein, die Trainer. Sie haben auf jeden Fall schon mal einen Raichu und das ist schlecht. Oh, Junge Brudi. Jetzt geht's aber los. Level 75 oder was? Okay, Lichtschild. Lichtschild kann uns bei Blumentrick egal sein. Oh, ja. Die sind stark, Alter.
Was ist denn Donarion? Na, das Ding, okay. Level 77, Brudi, ist okay. Ja, tschüss. Nee, die ist dead. Alter, die drehen ja richtig am Teller. Level fucking 77, Leute. Ich fass das nicht. Please burn. Blitzkanone. Huh. Ach, deswegen. Der Lichtschild hat noch gewirkt, genau. Deswegen hat Flammenwurf so wenig Schaden gemacht. Voluminas. Können wir... Ja, wir könnten das Pokémon wechseln, weil ich weiß, was Voluminas ist. Genau, das bist du. Du kannst bestimmt auch Boden- oder Gesteinsattacken. Die Erdanziehung, das ist uns ziemlich egal. Surfer. Wir machen halt nichts, Alter. Nichts. Oh, scheiße. Wir gehen zu Eiswehr. Ich hoffe, er tankt einen, damit wir Nedi wiederbeleben können. Sonst wird das echt kritisch. Natürlich kriegen wir die Para rein, Alter. Was denn noch sonst? Haben wir einen Top-Beleber? Nee, leider nicht. Alter, dass wir jetzt auf so einen Kampf... Ich dachte, dass die Maskonis so stark sind, Alter. Das sitzt natürlich richtig heftig. Ich hoffe, der Blumentrick reicht. Ach du Scheiße. Ja, tschüss, Neli. Oh shit, Alter. Nehmt euch bloß vor diesen Lappen in Acht. Das ist ja richtig übel. Ein Luxtra. Gegen Luxtra können wir gar nichts machen. Ich hab keine Schwäche gegen Luxtra. Ja, wir haben nichts, um gegen Luxtra irgendwie was zu machen. Das könnte jetzt echt ekelhaft werden. Sollen wir gegen den gewinnen, Alter? Sehr schön, dass Irrlicht trifft. Damit hast du den Burn kassiert, du Lappen.
Damit ist dein Angriff extremst gesenkt. Ja, das erhöht schon mal unsere Spätzdeft, das ist ganz gut. Nochmal Stromstoß willst du machen. So, jetzt müssen wir einmal healen. Der Burn hilft uns gerade so gut wie gar nicht, weil er setzt nur Spezialattacken ein. Das ist ein bisschen blöd. Und er tötet sich halt selbst, ne? Oh, ätzend, Alter. Wow. Dass wir sowas jetzt gerade durchmachen müssen, das ist richtig übel. Flammenwurf ist gerade der stärkere Move. Und tschüss. Das war übel, Alter. Du hast es geschafft, mich, ein Mitglied der Maskonis, zu besiegen? Oh. Ach du Scheiße. Alter, unsere Pokémon hat es ganz schön mitgenommen, ne? Das hat gesessen. In der Nuzlocke hätten wir hier jetzt fast vielleicht sogar verloren. Weil darauf war ich gar nicht vorbereitet. Die waren einfach fucking 5 Level höher als wir. Das war gerade richtig übel. Glücklicherweise spielen wir hier keine Nuzlocke in den DLCs. So, wir müssen einmal komplett nach oben. Rache, Rachen des Oni. So, einmal schweben. Also bei den Maskonis müssen wir uns in Acht nehmen, wenn wir nochmal auf einen davon treffen. Die sind wirklich extrem strong. Finde das lustig, dass sogar oben auf dem Berg Pokémon rumlaufen. Finde ich ganz cool. So, höher. Komm schon, kletter. So, jetzt sind wir fast da. Oh, Brudi, Alter. Wir sind da. Kristallsee. Was ist das denn hier? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oha! Luxusball. Nugget, Nugget. Ich bin in irgendwas reingelaufen. Ich konnte es nicht sehen. Haben wir den schon? Ein Rokara? Nein, haben wir nicht. Cool. Shit. Eisenschweif Pikachu, los! Nein, du bist so ein Lappen, Brudi! Ja, dann stirb doch. Verrecken, Scheiße. Das hast du verdient dafür, dass der Eisenschweif bei dir daneben ging.
Der Tauchball würde farblich am besten zu dem passen, ne, fast. Ich nehme den Superball, let's go, fangen wir ihn einfach. Oh, Tarnsteine. Die Tarnsteine sind aber leider über uns gelandet, du Lappen. Der kann Steinkante, Alter, ne? Oh, ein Glückswurf. Geil. Nach seiner Geburt brachte es hunderte Millionen von Jahren tief unter der Erde schlafen zu. Es tritt gelegentlich bei Höhlengrabungen zutage. Cool. Riesennugget, Alter, geil. Hier haben wir einen Haufen Ruck. Oh ja. Eher nicht so, danke. Wir haben dich jetzt gerade schon geholt. Willst du mich verarschen, Brudi? Dankeschön. Oh, nee. Nee, wir machen jetzt in diesem Part nicht noch ein Maskonis, Alter. So gar keinen Bock, Alter. Ich hab gar keinen Bock, weggewichst zu werden. So überhaupt gar nicht gerade. Den können wir vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, im nächsten Part machen. Scheiße, jetzt kommt wieder nicht mehr hoch, ne? Das war schön blöde von mir. Ja, das war dumm, Alter. Krass. Schön blöd. Wir sind aber in einen geheimen See gefallen, lol. Wo wir Hydro Pump finden. Awesome. Pipi? Gönn dir Pipi, Brudi! Na komm, Pipi! Der Lappen will sich boosten, Alter. Damit haben wir Pipi. Sehr schön. Bei Vollmond kommen die Pipi von überall zusammen, um zu tanzen. Das Mondlicht lässt sie in der Luft schweben. Ja, das interessiert uns wenig. Ich möchte gerne sie, den hier noch haben. Wenn wir schon mal hier sind. Fangen wir dieses PI. So, komm, geh rein. Nice. Damit haben wir fast Pipis vollständige Entwicklung. Das ist cool. Sieht man es tief in der Nacht gebannt, das Funkeln von Sternschnuppen beobachten, schwelgt es wohl in Gedanken an seine Heimat.
Ja, es ist ja schon ein offenes Geheimnis, dass Pipi und Pi und Pixi wohl aus dem Weltall kommen. Lol. Kaumalat. Den Lappen haben wir auch nicht? Ja, gleich mal die volle Gönnung hier. Aus dem kann man Sudo-Legi machen. Und tschüss, Pikachu. Pikachu muss sich leider immer für uns opfern. Das ist halt so scheiße, Alter. Wow. Ich liebe die Kamera, ne? Alter. Die Fangrate bei Kaumalat ist niedrig, aber ist ja auch klar. Sehr schön. Damit haben wir Kaumalat. Einige Pokémon wieder abkassiert in diesem Part. Geil. Es verbirgt sich in kleinen Höhlen, aus denen es herausspringt und vorbeilaufenden Gegner oder Beute beißt. Manchmal bricht dabei ein Zahn ab. Hm. Armes Kaumalat. Retten wir erstmal Pikachu. So, jetzt sind wir wieder in einer der Höhlen. Wir müssen wieder hochklettern, leider. Sollte, wie gesagt, nicht allzu lange dauern, wieder hochzukommen. Ach, mit Pech kann das doch ein bisschen dauern. Scheiße. Oder auch nicht. Wir sind gleich wieder oben. Und dann können wir mit der Story fortsetzen. Dass wir da noch einen Maskonis treffen, muss halt echt nicht sein, Alter. Ihr habt gesehen, wie lange der Kampf gegen den einen Maskonis schon gedauert hat. Das ist richtig furchtbar. So, aber wir sind da. Die Framerate bricht halt richtig hart in den Keller, ne? Ist halt richtig übel. Da bist du ja, du lahmes Anton. Na komm und bewundere erstmal diesen Anblick. Vor uns liegt der Kristallsee. Da bleibt einem vor Schönheit glatt die Spucke weg, was? Die Kristalle hier leuchten aus irgendeinem Grund seltsam, oder? Deswegen gibt es auch ein komisches Gerücht, dass man hier Verstorbenen begegnen kann. Um die Maske zu reparieren, müssen wir ein Stück Kristall aus dem Wasser fischen. Dann mach dich mal ans Werk, Trainer. Ab ins sicher total angenehm kühle Wasser. Mit dir. Ich soll einfach reinspringen? Tja, ich kann nicht schwimmen. Außerdem würden dann ja meine Klamotten nass werden. Nee, nee. Du sollst doch so ein tolles Reit-Pokémon haben. Also ist das für dich ja kein Problem. Was zum... Ein Erdbeben? Ein Milotic? Ich kann ihn nicht fangen, ne? Oh, Mann. Ich hätte das so gern gefangen. Das sieht ganz schön stark aus. Aber zum Glück hast du ja mich. Als ob ich dich brauchen würde. Ach du Scheiße, Alter. Ja, ich kann ihn nicht fangen. Oh, super. Para, please. Yes. Angenehm. Es ist geschwächt. Geben wir ihm den Rest. Ja, ja. Oh, shit. Ja, Crit, Alter, Brudi. Töte mein... Oh, Alter, ich bring dich so um, ne? Nur wegen Scheiß-Crit.
Oh, ich werde ihn einfach töten, Alter. Okay, er outspeede mich. Scheiß drauf. Verrecken Scheiße, Alter. Habe ich mich erschreckt. Hatte ganz vergessen, dass hier in der Gegend manchmal Pokémon wie das gerade auftauchen. Aber ich muss schon sagen, auf dich kann man sich echt verlassen. Sag mal, ist das... Du erhältst ein Kristallfragment. Nice. Ein Stück der leuchtenden Kristalle vom Grund des Kristallsees. Es wird für die Reparatur der Maske benötigt. Vielleicht hat das an dem Pokémon von eben geklebt und ist dann beim Kämpfen abgefallen. Im See versunkene Kristalle und dann diese Energie. Könnte es sein, dass... Miss Brianna! Oh, Hannah und Trainer, hallo. Habt ihr etwa beide euer Team gewechselt? Ich will ihnen nicht auf die Füße treten, aber eigentlich sind Fremde hier nicht erwünscht. Weil dieser Ort heilig für euch ist, nicht wahr? Keine Sorge, dessen bin ich mir bewusst. Deshalb habe ich vorher auch den Verwalter um Erlaubnis gefragt. Macht es das ein wenig besser? Aber was wollen Sie hier? Bloß ein wenig forschen. Mich interessiert die Wasserbeschaffenheit des Kristallsees. Und meine diesbezüglichen Vermutungen scheinen sich bestätigt zu haben. Aus bisher noch unerfindlichen Gründen strahlt das Wasser des Kristallsees eine Wellenlänge aus, die sich mit der von Terrakristallenergie deckt. Gelingt es mir, die Ursache zu finden, könnte das Phänomen der Terrakristallisierung vielleicht sogar außerhalb Paldea stabilisiert werden. Aha. Gut. Wir haben es jedenfalls gerade eilig. Gehen wir, Trainer. Ja, gut. Verpissen wir uns einfach. Ist okay. Wenn man die Terrakristallisierung außerhalb Paldeas zuverlässiger manifestieren könnte, würde mich das Terrapagos schon einen Schritt näher bringen. Oh, schön für dich. Was bist du eigentlich? Du bist die Vorentwicklung von diesem Blumen-Pokémon, ne? Guckt euch Pikachu an. Das ist so geil, Alter. Lumispross, genau. Pikachu schwimmt halt einfach im Wasser. Alle anderen Pokémon stehen auf so einem Ballon und Pikachu schwimmt. Das ist so geil, Alter. Ich liebe es einfach. Oh, bitte fang ihn doch einfach. Jetzt kann ich Lumispross... Ich greife es jetzt einfach einmal an. Ich hoffe nur, er stirbt nicht. Para, please. Nein! Pikachu! Guck, alle anderen Pokémon stehen auf dem Ballon. Pikachu ist das Einzige, was schwimmt. Das ist so geil. Alter, das hat eine niedrige Catchrate, ne? Verteidigung von Lumispross steigt stark. Verteidigung. Nachthieb könnte es dann überleben jetzt. Sehr gut. So, jetzt. Hyperball. Brudi, Alter! Na, geht doch. Furchtbar. Es absorbiert Nährstoffe von Höhlenwänden und bedeckt seinen Körper mit Blütenblättern, die aus kristallisiertem Gift bestehen. Genau, von Lumiflora. So, gehen wir erstmal ein Stück. Ich möchte gerne von meinem Pokémon eigentlich absteigen, danke.
Wie der Schneckmark einfach mir hinterherläuft, der Lappen, ne? So, dann heilen wir die beiden einmal. Gut, Leute. Ich werde den Part aber an der Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir uns noch einen Smogon gönnen und... ja, mal gucken, was uns dann noch erwartet. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Pokémon-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!